Und sag nochmal herzlich willkommen zur Tooltime. Schön, dass ihr da seid. Heute Padlet, gemeinsam Ideen verwirklichen mit Anna Tank, meiner Kollegin vom Logo Jugendmanagement. Und schön, dass ihr da seid. Anna, jetzt geht's dann gleich los. Wir sind schon voll gespannt, was du uns jetzt erklären wirst, wie wir das möglicherweise in unserer Arbeit einsetzen können und was überhaupt Padlet ist. Ja, und meine Kollegin, die heute mit uns diese Stunde verbringt, ist die Anna Tank. Die Anna ist in der Jugendinfo tätig und auch bei Gesund und Du, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen, einfach mal reinschauen. Und ja, Anna, du hast ein großes Gebiet, du hast jetzt, glaube ich, was Riesiges mit Padlet gemacht und ich bin schon gespannt, was du uns da alles sagst. Und ich übergebe das Wort nun an dich, Anna. Danke nochmal, Anna, dass du das heute mit uns machst. Ja, danke Dagmar für die Einladung und hallo auch von meiner Seite. Freut mich, dass ihr Zeit gefunden habt und mit mir gemeinsam heute etwas über Padlet erfahren wollt. Padlet ist ein Tool, wo man gemeinsam Ideen verwirklichen kann. Wie das genau abläuft, das werden wir heute machen. Genau, da mal ganz kurz eine Übersicht, was wir heute gemeinsam tun werden. Also einerseits werde ich euch eine kurze Einführung und einen Überblick geben, was Padlet überhaupt ist, was die Funktionen davon sind, was man dann mitmachen kann, wie viel Padlet kostet. Dann wird es eh schon in die Praxis gehen. Einerseits werde ich euch zeigen, was ich mit Padlet bisher so gemacht habe. Und andererseits wird es auch Möglichkeiten geben, wo ihr selber was ausprobieren könnt, wenn ihr zum Beispiel konkrete Fragen habt oder Ideen, können wir auch gerne immer darauf eingehen. Die Dagmar wird mir das dann eh, glaube ich, einfach sagen, wenn etwas eine Frage im Chat ist. Und ansonsten, weil wir eh ein kleiner Kreis sind, ist es mir auch recht, wenn ihr euch einfach entmutet und die Frage stellt. Der dritte Punkt sind so Chancen und Grenzen des Tools. Also dadurch, dass ich mich schon ein wenig mit dem Tool auseinandergesetzt habe, kann ich euch ein bisschen auch erzählen darüber, was eben Padlet bringt, aber was vielleicht noch schon auch zu viel des Guten ist. Also wo man, wo das Tool sozusagen an die Grenzen stößt, also was man nicht damit machen kann. Und am Ende gibt es natürlich so einen Abschluss und auch Zeit für Fragen. Ich weiß nicht genau, ob ich wirklich eine Stunde brauchen werde für das Ganze, aber ich glaube, wir sind da flexibel und können den Rest der Zeit eben auch für Austausch dann verwenden. Ich hätte gesagt, wir starten gleich rein. Was ist Padlet? Padlet ist mehr oder minder, wenn man es kurz beschreiben, eine digitale Pinnwand mit multimedialen Anwendungsmöglichkeiten, habe ich es genannt. Sprich, es heißt, bei Padlet kann man einfach jegliche Form von Medieninhalt irgendwie verwirklichen auf dieser Pinnwand. Also man kann Videos einfügen, man kann Texte einfügen, man kann Links hinzufügen, man kann eine Google-Suche auf Padlet machen, man kann Dokumente hochladen, Präsentationen hochladen, man kann Fotos hochladen und deswegen eignet es sich einfach sehr, sehr gut dafür, etwas zusammenzufassen oder Informationen einfach gut darzustellen, dass es gut ausschaut und einfach recht viel auf einer Plattform sozusagen zu sammeln. Es ist ein kollaboratives Tool, also es eignet sich dafür, gemeinsam etwas zu machen. Also man kann einfach mit diesem Link zu diesem Padlet, den man dann freigibt, gemeinsam in dem Tool arbeiten. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Idee hat und mit seiner Gruppe im Jugendzentrum oder in der Schule das gerne weiter verwirklichen möchte und die Ideen von den Jugendlichen oder SchülerInnen einholen will, dann kann man das ganz einfach tun, indem man einfach den Link aussendet und dann kann das jeder, der den Link hat, auch bearbeiten. Das kann man dann einstellen, welche Berechtigungen die Personen eben haben. Das zeige ich euch aber noch. Was auch noch super ist bei Padlet, es ist sehr, sehr intuitiv und einfach anwendbar. Also die Dinge, die ich euch heute zeige,
Das sind ganz wenige Sachen eigentlich, die man wissen muss, und dann weiß man aber schon die sozusagen das meiste, was man dafür kennen muss. Also auch wenn man sich selber einfach ganz kurz mit Padlet einmal beschäftigt, wird man sehr schnell in die Plattform reinfinden, und man braucht jetzt nicht 100.000 Tutorials, dass man versteht, wie es ist, also wie es funktioniert. Und eben in der Basisversion ist es kostenlos. Zu den Kosten ganz kurz. Also wie ich schon gesagt habe, die Basisversion von Padlet ist kostenlos. Allerdings gibt es dann nur die Möglichkeit, maximal 3 Padlets zu machen, wenn dann das reicht. Und gleichzeitig oder hintereinander oder wie versteht es? Gleichzeitig. Okay. Also du kannst gleichzeitig 3 Padlets haben. Wenn du sagst, okay, du brauchst nachher eines dieser Padlets nicht mehr und willst es auch nicht speichern, dann kannst du wieder eines löschen und dann hat man wieder eines mehr. Ihr werdet nachher aber ein Beispiel, was ich euch zeige, sehen, dass halt oft, wenn man wirklich an Projekte verwirklichen möchte oder etwas längerfristig aufbewahren möchte, die 3 Padlets fast zu wenig sind. Zum Beispiel, also die Auslandsmesse bei uns im Padlet gemacht, und da habe ich wahrscheinlich 15 Padlets gleichzeitig verwendet, und da stößt sozusagen gleich mal an die Grenzen. Die Pro-Version kostet 12 Euro im Monat, oder wenn man es für ein ganzes Jahr gleich kauft, kostet es 99 Euro. Die Vorteile davon sind eben, dass man unbegrenzt Padlets erstellen kann. Also da gibt es dann kein Limit, da kann man Millionen Padlets machen und muss sie auch nicht mehr löschen. Ich habe auch angefragt, wenn man zum Beispiel den Account, sagen wir, 4 Monate in der Pro-Version hat, dann ist es auch so, dass die Padlets halten bleiben. Man kann sie nur nicht mehr verändern. Also wenn man sagt, okay, man nutzt es nur für eine gewisse Zeit, für ein Projekt, und braucht es dann, weiß ich nicht, 2-3 Monate und sagt, okay, ja, für das kaufen wir mal die Pro-Version, dann kann man das verwirklichen, das Padlet bleibt vorhanden, und dann ist man wieder in der Basisversion, wo man eben maximal 3 neue Padlets machen kann. Der Datenschutz ist auch ein bisschen besser bei der Pro-Version. Man kann diese Padlets auch schützen, sozusagen mit Passwörtern, dass nur bestimmte Menschen zugreifen können, und man hat mehr Speicherplatz, um eben auch Medien hochzuladen. Also das wären so die 3 großen Vorteile von dieser Pro-Version. Also ich glaube, wenn man nachher wirklich mehr mit Padlet arbeitet, dann zahlt sich das schon aus, diese Pro-Version zu haben, aber es kommt halt eben darauf an, und man kann sie einfach mal testen und schauen, wie oft man es wirklich dann verwendet. Wo kann man Padlet jetzt überhaupt überall einsetzen? Also einerseits, wie schon gesagt, man kann Padlet verwenden für Sammeln und gut Aufbereiten von Informationsinhalten, dass sie möglichst multimedial aufbereitet sind. Und das Coole daran ist eben, dass es dann in einem Padlet sozusagen alles gesammelt ist. Also alle Infos auf einen Blick, könnte man sagen. Man kann gemeinsam eben Ideen verwirklichen, also man kann gemeinsam an Projekten arbeiten. Man kann es dafür verwenden, um zum Beispiel ein Brainstorming zu starten, um Ideen nachher auch weiterzuspinnen. Also wenn nachher jemand einen Vorschlag hat, dass man den einfach noch auch weiterentwickelt. Man kann Abstimmungen machen. Das geht aber zum Beispiel auch nur in der Pro-Version. Also die Abstimmungen funktionieren, dass man Post sozusagen bewertet mit Punkten oder Reaktionen drauf gibt. Das funktioniert eben auch nur in dieser Pro-Version, und vieles mehr. Der Kreativität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, und ich bin heuer im Sommer vor der Frage gestanden, okay, mache ich jetzt meine übliche Auslandsmesse, die wir immer im Herbst haben, als Präsenzveranstaltung, und wenn ich sie digital umsetze, wie mache ich das am besten digital? Weil, wie viele von euch wissen, sind so Online-Tools, die man sich jetzt neu programmiert, recht teuer.
Und ich wollte eben auch was Nachhaltiges machen und deswegen war eben meine Idee dann Padlet, weil ich eben auf der normalen Auslandsmesse auch immer wieder so Pinnwände habe und dann habe ich mir das Tool einmal angeschaut und bin dann gleich irgendwie draufgekommen, dass man da recht viele Dinge machen kann. Und was man da machen kann, das zeige ich euch am besten gleich, was jetzt so das Ergebnis von dem Padlet ist und alle, die Padlet noch nicht kennen, ich habe jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber ihr wisst ja gar nicht, wie ein Padlet so aussieht. Seht ihr jetzt das Padlet? Okay, super. Also, das ist die einfach weg digital. Ihr seht es da eben, am Anfang habe ich da eben so einen Start eingefügt, wo man diesen Auslandscheck machen kann mit ein paar Fragen, welche Auslandsmöglichkeit eben mit seinem Test, welche Auslandsmöglichkeit dann am besten zu einem passt. Darunter habe ich die einfach weg Broschüre hochgeladen. Das drucke ich jetzt nicht an, weil der Ladeprozess immer recht lang ist. Und von dem Start aus gelangt man eben zu den anderen Auslandsmöglichkeiten. Und wenn man jetzt in ein weiteres Bild reinklicken, kommt man zum Beispiel zum Thema freiwillig arbeiten im Ausland. Und einerseits habe ich da eben so Videos eingefügt, also ein Video von mir, wo ich eben ganz kurz einmal erkläre, was überhaupt die Auslandsmöglichkeit ist. Ein Infoblatt habe ich eingefügt. Dann haben wir da einen Link eingefügt zu einer Bildergalerie von jemandem, der im Ausland war und dort mir Bilder zur Verfügung gestellt hat, dass man sich das auch vorstellen kann, wie das dort ausschaut. Ein Podcast mit der Organisation Weltwegweiser ist dort verlinkt und das Herzstück von unserer Auslandsmesse sind ja eigentlich auch immer diese Erfahrungsberichte. Und die Erfahrungsberichte habe ich eben auch digitalisiert und auf einer interaktiven Weltkarte dann eingefügt. Also man kann das, diese Liste öffnen und da kommt man dann zu Podcasts und Videos. Und das ganz Coole ist ja eigentlich wirklich, dass man so auf dieser Weltkarte herumfahren kann und sich nachher denkt, ah, okay, ich würde gerne nach Schweden. Und dann schaut man sich einfach mal ein kurzes Video an drüber, wie dieser Auslandsaufenthalt so war. Oder ein Podcast zum Thema, was ein Schulbesuch in Neuseeland, klickt man dann drauf und kann sich das gleich anhören. Es ist, bietet eigentlich recht, eigentlich für mich jetzt alle möglich, also alles, was ich gebraucht habe, um das zu digitalisieren, hat das irgendwie erfüllt. Und genau, also gerade diese digitale Landkarte ist ja auch ein ziemlich cooles Tool, gerade im Schulunterricht kann man das eben auch ganz gut einsetzen, einfach um vielleicht Informationen zu Ländern zu teilen und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, was man sonst noch so machen könnte. Also man muss da, glaube ich, einfach ein bisschen kreativ sein und einfach überlegen, was man damit tun könnte. Gibt es bis jetzt schon eine Frage? Kann sein, kann auch nicht sein. Aber es ist eigentlich schon klar. Gell? Es war vorher eine Frage, aber die hast du dann eh wieder beantwortet. Das ist dann okay, selbst klar. Gibt es Fragen von euch? Habt ihr irgendwie jetzt schon Fragen an die Anna? Dann rein in den Chat oder schaltet euer Mikro an und fragt einmal, wenn etwas noch unklar ist. Schaut nicht so aus. Dann würde ich sagen, dass wir mal etwas tun, dass wir einfach uns das Padlet jetzt genauer eben anschauen, wie man sowas angeht. Weil ich habe jetzt einfach mal ein Ergebnis gesehen, also eine Idee von mir, wie ich das jetzt umgesetzt habe. Aber ich möchte euch jetzt einfach diese Oberfläche noch ein bisschen genauer vorstellen. Also der Start ist sozusagen, dass man auf padlet.com geht. Man kann sich da dann registrieren. Also man kommt dann, wenn man noch nicht registriert ist, auf da rechts, glaube ich, ist dieser Anmelde-Button. Muss ich mich registrieren oder kann ich ohne eingehen? Nein, man muss sich schon registrieren. Also wenn man, also ihr könnt sich gerne registrieren, aber für die jetzigen Zwecke
müsst ihr es nicht machen. Also ihr könnt euch danach registrieren. Dann, wenn ihr euch registriert habt, kommt ihr dann auf diese Oberfläche. Bei der Oberfläche seht ihr eben entweder diese Ansicht, die neuesten Aktivitäten, also die letzten Padlets, die erstellt wurden, oder die gesamte Sammlung. Und ihr seht, das Logo hat schon einige Padlets jetzt erstellt. Da oben habt ihr eben einerseits das ein Padlet erstellen. Da kann man sich an einem Padlet beteiligen. Wenn man den Link dazu hat, das ist eigentlich nicht so, was sind die Funktion, braucht man eigentlich nicht so richtig. Und der Button Galerie bringt einen zu öffentlich gestellten Padlets. Da kann man sich auch ein bisschen Inspiration dann holen. Also da kann man sich noch einfach Padlets anschauen, die schon existieren und vielleicht einfach von dem profitieren und dann schauen, ah, okay, wie haben die das umgesetzt? Und vielleicht ist das ja auch etwas für mich. Aber wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Erstellen eines Padlets. Ich klicke da jetzt mal her. Und dann kommt man zu dieser Oberfläche. Also man hat ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sein Padlet gestaltet. Also man kann entweder eine Wand wählen im Wanddesign. Da unten seht ihr dann dieses Kartendesign, also wo man diese Orte verlinken kann und da dann Medieninhalte raufladen kann. Es gibt auch Timelines. Also ist auch vielleicht ganz, also eignet sich wieder zum Beispiel für den Unterricht, aber vielleicht gibt es ja auch in der außerschulischen Jugendarbeit Möglichkeiten, wo man einfach so Zeitleisten auch ganz gut verwenden kann. Vielleicht, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man möchte ein Projekt verwirklichen und man hat dann Projekt Start, Projekt Ende und kann dann so To-Dos sozusagen von wann bis wann irgendwas erledigt werden muss, auch festhalten. Ganz praktische Ansicht ist diese Regalansicht. Da kann man, wenn eben diese Regalen, kann ich das eh kurz zeigen, dargestellt. Und man kann dann so für diese einzelnen Spalten Überschriften definieren. Die Leinwand, mit der habe ich eigentlich meine Auslandsmesse verwirklicht. Da ist es dann möglich, dass man die Posts frei anordnet und auch miteinander verbindet. Die Unterhaltungsfunktion ist da aufgebaut wie so ein Chat. Das habe ich auch verwendet. Also da kann man dann, ja, wie im, also es hat immer eine Kategorie gegeben, Platz für deine Fragen. Also wenn da offene Fragen sind, kann man zum Beispiel so ein Padlet verwenden und dann kann man so wie im Chat Frage-Antwort schreiben und die Posts schauen dann auch so aus. Wir werden jetzt als erstes, hätte ich mir gedacht, mit einer Leinwand arbeiten. Und das ist dann das Erste, was immer kommt. Also ihr habt dann einfach ein leeres Padlet und im Normalfall öffnet sich auch diese Spalte Modifizieren. Also willkommen auf deinem schönen neuen Padlet. Die haben auch immer noch sehr coole Sachen, mein süßes Padlet mit neugierigem Geist erstellt. Man kann diese Titel natürlich auch ändern. Und ich habe mir jetzt einfach so als Praxisbeispiel überlegt, wenn ich zum Beispiel im Jugendzentrum bin und gerne neue Anschaffungen tätigen möchte und gerne die Jugendlichen auch mit einbeziehen will und ihre Ideen da einbeziehen möchte, könnte ich zum Beispiel ein Padlet gestalten, wo ich einfach ein paar Vorschläge mache und dann Jugendliche die Möglichkeit haben, entweder diese Vorschläge zu bewerten, und dann wird eben eines ausgewählt oder sie können eben auch eigene Vorschläge posten und die Ideen eben weiter spinnen. Also deswegen nennen wir dieses Padlet dann Anschaffungen für unser Jutz. Und schon haben wir einen neuen Titel für unser Padlet. Da kann man auch eine individuelle Adresse
dafür vergeben, also dass man einfach ganz schnell mit dem Link dahin kommt. Gibt vielleicht Anwendungszwecke, aber meistens schickt man einfach den Link aus und dann kommt man eh dorthin. Man kann seine Hintergründe frei wählen. Das kann man da machen. Also man kann es entweder mit Farben machen, also wo man sagt, okay, man nimmt einfach nur eine ganz normale Hintergrundfarbe. Es gibt dann auch so Abstufungen von Farben oder Strukturen und Muster. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man Bilder auswählt oder man fügt seine eigene hinzu. Also da kann man entweder hochladen oder bei der Bildersuche auch. Ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel Spiele eingibt, kommt nichts. Spiel. Also das kann man auch natürlich auch alles individuell auch anpassen. Ich werde jetzt einfach für diese Zwecke einfach etwas Neutrales nehmen und wähle mir. Gut. Anna? Ja? Eine Frage ist, heißt es, dass man kann den Link für Padlet selbst schreiben? Also den Link für Padlet? Also man kann dann zum Beispiel eben so Anschaffung, dann heißt der Link insgesamt dann padlet.com/logo-jugendmanagement/Anschaffung. Okay. Und nennt man diese, ja. Ja. Genau. Dann kann man das Farbschema anpassen, also entweder, dass man so schwarze Hintergründe hat oder einen weißen. Die Post kann man natürlich auch individuell gestalten. Die Schriftart kann man auswählen. Und man kann beim Posten die Möglichkeit geben, eben Kommentare zu den Posts hinzuzufügen. Das ist eigentlich recht praktisch, wenn man noch etwas dazu zu sagen hat. Oder Reaktionen vergeben. Also man kann Herzen machen, man kann liken oder nicht disliken, man kann Sterne vergeben, also wenn man sagt, okay, es gibt unterschiedliche Ideen und man kann bei jedem Post einfach Sterne vergeben und der Post mit den meisten Sternen, der wird dann ausgewählt oder eben auch eine Punktezahl vergeben. Ich nehme jetzt einfach mal die Sterne. Genau. Ja, und man kann eben das anklicken, also das Genehmigung erfordert wird. Das heißt aber, dass der das Padlet erstellt hat, immer vorher die Post prüfen muss. Und dann ist man schon fertig, sozusagen. Also mehr Voreinstellungen muss man nicht machen. Und dann kann man schon beginnen zu posten. Und dann kann, also so schaut das dann immer zu Beginn aus und dann kann man einfach das so nennen, also wie man halt möchte. Also zum Beispiel Ideen. Neuer Nintendo. Ja. Switch. Ja, ich mache das einfach so. Hätte gern. Du hättest ein Nintendo. Genau, Switch neu. Na, oder genau. Die PlayStation. Na, das ist der nächste, wird dann die neue PlayStation. Okay, Nintendo. Dann könnte die Dagmar zum Beispiel auch auf Google gleich gehen. Also ich zeige das vielleicht jetzt nochmal, vielleicht war das zu schnell. Man kann da, hat man dann drei Auswahlmöglichkeiten, also den also diesen Stift des Posts bearbeiten, den Post wieder löschen. Oder auch andere Einstellungen. Mit diesen anderen Einstellungen kann man dann die Farbe zum Beispiel des Posts verwenden oder den Post mit einem anderen Post verknüpfen. Zum Beispiel mit dem. Oder ja. Und so kann man es wieder, also so kann man es wieder trennen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Ideen für unser Jutz ist so diese die Ausgangslage, dann könnte ich dann den Pfeil so machen. Und so das verbinden. Genau, wo war ich jetzt? Also
dann, wenn wir das. Du wolltest nur googeln, wieder zu. Genau. Also dann drücken wir auf Bearbeiten und dann haben wir bei den Posts die Möglichkeiten, entweder Dateien hochzuladen oder einen Link einzufügen oder zum Beispiel die Google-Suche zu verwenden. Also man kann da zum Beispiel dann ein Bild hinzufügen, man kann Videos hinzufügen, man kann auch ins Web gehen und dann da gleich Links hinzufügen. Also wenn die Dagmar auch schon die Seite hätte, wo sie gern ihr Nintendo kaufen will, kann sie dann diesen Link hinzufügen und dann wird der sofort eingefügt. Und dann kann man da zum Beispiel das kommentieren beziehungsweise auch bewerten. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, würde das auch, finde das cool, vergebe ich zum Beispiel 5 Sterne. Oder schreibe dazu, coole Idee. Anna, eine blöde Frage. Okay, ja? Das Padlet ist jetzt öffentlich, das Jugendzentrum sieht das. Wir können die dazu schreiben, ja? Der eine schreibt Nintendo, der andere schreibt die neue Playstation, der andere schreibt, keine Ahnung, irgendwas anderes. Mhm. Und jeder kann dann dazu schreiben, wenn man das halt öffentlich macht, oder? Ja. Und bei den Bewertungen, wie schaut das dann aus? Weil wenn ich zum Beispiel jetzt das Jugendzentrum sage, okay, ihr müsst entscheiden über Padlet, was braucht man oder was kauft man, wie ist es dann bei den Sternen? Würdet man dann den Durchschnitt sehen oder wie siehst du dann am Schluss, wie viele Leute 5 Sterne gegeben haben oder sehe ich das? Also, blöde Frage jetzt, weil ich kenne jetzt nicht aus. Ja, man sieht das dann. Also den also Durchschnitt. Also man sieht dann zum Beispiel, ja, also bei den Sternen war es nicht genau, also bei den Likes war es, dass wenn zum Beispiel 5 das geliked haben, dann sehe ich das. Aber ich schätze mal, bei den Sternen wird es dann ähnlich sein. Okay. Wie viele Sterne das einfach insgesamt bekommen hat, einfach das Teil. Aber das müsste man ausprobieren. Die Abelina fragt, man sieht aber nicht, wer genau welche Bewertung vergeben hat, oder? Würden die sehen, dass ich voll auf Switch stehe und eigentlich PlayStation gar nicht mag? Nein, sieht man es nicht. Entschuldigung, bei mir ist es gerade, man sieht es nicht, sagst du? Nein, man sieht es nicht, ne? Okay, also man aber man kann beim Kommentieren das zum Beispiel einstellen, man kann das, glaube ich, schon auch extra einstellen, dass man sieht, wer welche Bewertung abgegeben hat und man kann es auch immer einstellen, wer gerade schreibt. Okay. Also, dass man die Kommentare sieht. Aber man kann es auch das ganz wieder anonym abstimmen lassen, dass nicht gesagt, der hat das und der hat das. Okay, sehr gut. Danke. Genau, okay. Da vielleicht schon eine Herausforderung dann beim Padlet, weil es ist nämlich so, das hat mich zum Beispiel gestört, dass man zu einem Post nachher nichts mehr hinzufügen kann. Also ich kann jetzt mich nur entscheiden, dass ich diesen Link poste oder eben nicht. Aber ich kann nicht den Link und das Foto posten. Also ich könnte dann nicht was Zusätzliches hinzufügen. Dann müsste ich das wieder so machen, dass ich, wenn ich jetzt sage, okay, nein, ich hätte doch lieber gern irgendwie auf ein Bild und dort das Bild einfügen und dann mache ich einen neuen Post mit weiß nicht, Kosten und dann kann ich wieder auf Google gehen und dann halt diesen Nintendo. Mache diesen zweiten Post und dann kann ich wieder sagen, mit einem Post verknüpfen und dann verbinde ich wieder den Post, dass ich irgendwie markiere, dass die zusammengehören. Ich könnte es sozusagen auch untereinander machen. Es funktioniert natürlich auch, aber da seht ihr schon, ihr habt einfach da die Einschränkung, dass die Posts immer die gleiche Größe haben und man kann nicht, also zumindest in dieser Ansicht geht es nicht. In dieser Ansicht, wo diese Spalten sind, da funktioniert es dann schon, dass man untereinander einfach diese Posts macht. Aber wenn man in dieser freien Ansicht ist, dann funktioniert das eben nur mit diesen Pfeilen, wenn man das irgendwie kenntlich macht. Anna, ja? Eine Frage.
Können per Kommentarfunktion beispielsweise auch Bilder oder Links gepostet werden? Fragt die Annette. Also einen Link kann man sicher posten. Als Kommentar. Als Kommentar, aber ich sehe das jetzt gerade nicht, dass man was anderes rein tun kann. Also ein Foto kann man nicht mehr. Das wäre noch ein schlauer wahrscheinlich, wenn man dann einfach sagt, man macht einen neuen Post und verbindet den wieder, wenn man eine neue Idee hat. Also man kann das dann so aufbauen, dass man das immer weiter spinnt und dann ein großes Mindmap entsteht. Also wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, selber, dann würde ich einfach diesen Link jetzt einmal in den Chat posten. Ich glaube, ich kann das hoffentlich, oder? Dagmar. Jawohl, sicher kann ich das. Das schaffst du. Ja, ich weiß gerade nicht, wo der Chat ist. Unten, ganz unten neben Bildschirm freigeben, ist Chat. Ich sehe es. Und ihr müsstet jetzt normalerweise, wenn ich das richtig gemacht habe. Ja, wir sehen es. Wir können jetzt einfach raufklicken, oder? Und dann wären wir drinnen. Diejenigen, die am PC sind, ist es ja einfach. Diejenigen, die am Handy jetzt vielleicht teilnehmen, probiert es aus. Wenn sie rausgeschmissen wird, ich lasse euch wieder rein. Ist kein Problem. Genau. Und normalerweise sollte es euch jetzt möglich sein, dass ihr auch postet. Sag mal, probier du das mal aus. Ja, sicher. Ich bin mal Computer down ein bisschen. So, perfekt. Ich bin drin. Ja. Mhm. Genau. Also ich sehe da schon Brettspiele. Und man könnte es dann immer eben so verbinden. Okay. Also das wäre einmal eine Möglichkeit, was man damit machen könnte zum Beispiel. Boah, was wir alles gerne hätten, ha? Ganz viele Sachen, ja. Yeah, PS5. Die Abelina sagt, ich kann meinen Post nicht mehr bearbeiten, konnte ihn nur erstellen. Dann vielleicht drauf. Also normalerweise sollte es so sein, dass sonst habe ich vielleicht in den Datenschutzeinstellungen was nicht gemacht. Und ich probiere das jetzt auch aus. Aber normalerweise sollte man das löschen und das Post bearbeiten sehen. Also wenn man über den Post geht, dann sollte so ein etwas Graues hinterlegt sein. Sie sagt, sie kann es nur löschen. Mhm. Und bearbeiten kann man nicht mehr. Ich kann es bearbeiten, ehrlich gesagt. Man muss eigentlich nur oben auf die drei Punkte dann drücken, neben dem Papierkorb, dann kannst du es bearbeiten. Genau. Funktioniert es jetzt? Also bei mir ist es gegangen. Ich weiß nicht, ob es bei der Abelina geht. Sie hat jetzt nichts mehr reingeschrieben. Mhm. Aber möglicherweise geht es bei ihr. Oder, warte, schauen wir schnell. Ich kann nur schreiben und nur mit Bild was posten. Bei mir gibt es nur den Papierkorb. Ah, das ist möglicherweise Unterschiede zu, keine Ahnung, warum. Jetzt geht's, sagt die Abelina. Mhm. Und die Bediener kann nur schreiben und nur mit Bild was posten. Ja. Nur mit Bild das posten. Spannend. Ja. Also man kann... Bei der Eva funktioniert's. Das ist spannend, warum das so ist. Bettina, probier mal. Also erklär uns, warum es bei dir nicht geht. Das ist lustig. Also erklär, warum. Das ist schwierig. Also etwas schreiben und die anderen Funktionen, zum Beispiel mit Datei und Link, die sind jetzt nicht da. Bettina, wie schaut es bei dir aus? Du kannst dir sonst auch gerne frei, also dein Mikro anschalten, wenn es das blöd ist, reinzuschreiben. Okay, bei einigen funktioniert es.
Es funktioniert. Ich sehe nur, also ich kann das schreiben und ich kann dann was hinzufügen, aber ich weiß nicht, wo ich das poste. Ich finde den Link nicht, wo ich, oder diese Schaltknopf nicht, wo ich das dann veröffentliche sozusagen. Also du hast, Anna, erklär du mal. Also ich zeige es vielleicht nochmal. Also ich gehe, wenn ich einen neuen Post mache, da in die, also rechts unten in diese Ecke und dann klicke ich rauf und dann hast du wahrscheinlich als erstes diesen, jetzt verstehst du. Hast du diesen Post löschen oder etwas reinschreiben? Man muss mal irgendwas reinschreiben. Keine Ahnung, was schreiben wir? PS4 schreibe ich jetzt, weil mir nichts Besseres einfällt. Und dann sollten diese Möglichkeiten im Auftauchen, also dass man entweder sich selber fotografiert, etwas googelt, einen Link hinzufügt, die sind eben auch da nochmal. Und dann, wenn jetzt zum Beispiel, da könnt ihr jetzt irgendwie was schreiben. Das hätte ich gerne. Und wenn ich dann rausgehe, dann hat man die Möglichkeit, das nochmal zu bearbeiten. Also man muss einfach aus dem Post rausgehen. Dann ist es gepostet, sozusagen. Ist es jetzt klar für dich? Ja, ich probiere, danke. Probier es mal. Und genau, was könnte ich denn sonst noch zeigen? Man kann zum Beispiel YouTube-Videos hinzufügen. Also wenn ich jetzt auf YouTube gehe, dann PS4. Eingib. Dann kann ich den Link nehmen und das Teil checkt das dann automatisch, dass es ein YouTube-Video ist, wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu meinem Padlet, wo auch immer das ist. Also. Dann könnte ich da wieder auf Bearbeiten gehen und dann den Link einfügen. Und dann haben wir ein Video zum Beispiel. Also man kann so auch auf Webseiten verlinken, wenn man eine spannende Website hat. Und dann kann man es in dem Padlet eben anschauen. Also das ist eigentlich auch ganz praktisch. Und das Gleiche ist eben, wenn man einen Link zu einer Website hat, zum Beispiel zu Logo, dann könnt ihr die Logo.at auch in diesem Padlet verlinken. Gibt es jetzt noch Fragen von eurer Seite soweit oder sollen wir weitermachen? Zurzeit ist nichts im Chat. Ich glaube, es kommt zurzeit auch nichts. Du kannst möglicherweise einfach weitermachen. Dann machen wir weiter. Dann, was ich mir auch noch überlegt habe, was man auch noch machen könnte, wäre so eine Vorstellungsrunde. Also gerade bei so Online-Workshops oder ja, Online-Vorträgen ist es vielleicht immer ganz cool, einfach auch etwas über seinen Teilnehmer zu erfahren. Und mit Padlet kann man das recht schnell auch abfragen. Und ich habe da jetzt einfach einmal etwas vorbereitet, also mit diesen Spalten. Das ist jetzt wieder eine andere Ansicht von Padlet, die man nutzen kann. Und da kann man dann einfach posten. Also ich bin zum Beispiel die Anna Tank. Dann könnte ich ein Foto von mir hochladen. Dann erscheint eben das Foto von mir. Dann könnte ich schreiben, wofür ich Expertin bin. Im Logo habe ich oft das Gefühl für eh alles. Aber vor allem Jugendinfo und Gesundheitskompetenz. Super. Auf ein Konzert gehen. Genau, das könnt ihr, also ich poste euch das und dann könnt
ihr auch wieder ein bisschen ausprobieren. Weil ich glaube, das ist eh das Wichtigste, dass man, wenn man das Tool einfach kennenlernen will, dass man es auch gleich verwendet. Und kann ich das nachher abspeichern eigentlich, wenn ich das nachher so cool gefunden habe, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, die Vorstellungsrunde, das war so nett. Und kann ich mir das dann irgendwo abspeichern oder ist das dann nein, man kann nur auf sogar, Beta? Also man kann sogar ausdrucken. Ah, okay. Sehr cool. Also das ist da, dann bei mir, das habe ich auch noch nicht erklärt, man kann dieses Padlet zum Beispiel liken. Man kann auch, wenn man sagt, ah, das war eine gute Idee, das möchte ich noch einmal verwenden, dann kann man das Padlet klonen und dann ist es einfach kopiert und man kann es dann sozusagen ein bisschen verändern. Man kann das Padlet eben, wenn man auf Teilen drückt, kann man das Padlet einfach teilen. Da kann man einerseits in die Zwischenablage, also den Link einfach kopieren, einen QR-Code draus machen. Oder was ich auch ganz cool gefunden habe, dass wir das dann in unserer Website integrieren konnten. Also, dass man auf der Logo.at das Padlet dann sieht. Da braucht man einfach noch diesen Code und irgendjemanden mit Website-Kenntnissen, der das dann macht. Man kann es auf Facebook, auf Twitter oder in Google Classrooms teilen. Oder eben auch da kann man einfach speichern als PDF oder als Bild. Wenn man es auf behalten möchte. Also das geht eigentlich auch alles. Und wie immer was wollte ich noch sagen? Ich glaube, zu den Datenschutzeinstellungen wollte ich noch was zeigen. Aber ich finde es jetzt einfach nicht mehr. Ja, ist halt einfach so. Genau. Also eben für so eine Vorstellungsrunde, wo man einfach vielleicht gern wissen möchte, wer da so dabei ist, kann man es auch ganz gut nutzen. Einfach. Und ihr seht es, also wir haben vorher die freie Ansicht gehabt. Die ist halt ganz cool, wenn sie irgendwie ein bisschen kreativer sein soll oder man vielleicht einfach mehrere Posts miteinander verbinden möchte, dann eignet sie vielleicht eher so eine freie Ansicht, wo man die Posts auch verschieben kann. Sowas Strukturiertes, das eignet sie halt einfach vor allem, wenn man unterschiedliche Themen einfach auch hat. Wo man auch das dann auf einen Blick einfach sehen kann. So, jetzt sind Fragen im Chat. Warte mal. Kann man als Moderator, Moderatorin zuordnen, wer was geschrieben hat? Also würdest du jetzt sehen, wer, ich bin Expertin für mich, zum Beispiel, wer das geschrieben hat, oder kann man das nicht mal checken? Man kann schon einstellen. Aber das ist halt, also wo ich mir jetzt halt gerade nicht sicher bin, man sieht natürlich den Namen, wenn jemand bei Padlet angemeldet ist. Okay. Dann sieht man, wer das geschrieben hat. Also ihr müsst jetzt dann, weil ich bei Padlet angemeldet bin, dann sieht man... Ja, aber ich werde jetzt meine Jugendlichen, die werden sich nicht alle bei mir anmelden, oder? Mhm. Also auf Padlet. Und dann würdest du trotzdem checken, checkst du bei dem Ding jetzt da, was wir jetzt da haben, diese Vorstellungsrunde. Ich meine, das ist jetzt gesammelt, gell? Aber ich checke jetzt nicht, wer ist Experte für Blödsinn in der Küche. Das ist jetzt nicht mehr mit der Reihenfolge eigentlich, sondern jeder ist halt Experte für irgendwas, aber ich kann es nicht mehr zuordnen, ob das der Heimer ist oder der Peter, oder? Ja, also wenn sie nicht alles eingefügt, also wenn nicht alle alles ausgefüllt haben, ist es zum Beispiel in der Ansicht logischerweise nicht möglich. Also ja. Ich habe das jetzt aktiviert, also beim Posten gibt es diese Funktion Zuordnung, Name des Autors über jeden Post anzeigen, das kann man ausschalten oder man kann es einschalten. Mhm. Und wenn jemand zum Beispiel, also oft steht halt jetzt anonym, das seht ihr jetzt, oder? Ja.
Es steht aber auch Mitmischen im Landhaus, weil Mitmischen im Landhaus anscheinend über Padlet eingemeldet ist. Mhm. Aber ich glaube eben, wenn man nicht angemeldet ist auf Padlet, dass man dann auch keinen Namen sehen kann, wäre auch irgendwie unlogisch. Genau. Also das muss man eben auch immer ein bisschen bedenken. Also dass das Tool hat eben auch so sein Tücken, muss man sagen. Also es eignet sich, glaube ich, schon für viele Dinge, also gerade um ganz viele Informationen zu sammeln und die auf einem Dokument einfach ganz gut darzustellen. Aber man hat dann halt einfach auch in bestimmten Situationen auch nicht so viele Möglichkeiten. Also man kann nicht jede Formatierung so anpassen, wie man möchte. Oder zum Beispiel bei meiner Auslandsmesse hat mich gestört, dass sie die Hintergründe immer wieder verändert haben. Und ich habe das aber nicht fixieren können, dass da nachher kein Video zum Beispiel angezeigt wird auf der Startseite. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Sind wir jetzt schon bei den Grenzen, die das Tool einfach auch hat? Weil du hast es am Anfang, glaube ich, erwähnt, gell? Genau, also ihr könnt sich da natürlich jetzt noch ein bisschen austoben. Ich bin jetzt eigentlich schon an dem Part angelangt. Man könnte natürlich, wir könnten noch ein Padlet starten, aber mehr oder minder ist es einfach das. Also ihr findet bei diesen Posts, wenn ihr etwas schreibt, dann habt ihr da diese Möglichkeiten, was ihr tun könnt, also was ihr hinzufügen könnt. Das habe ich vielleicht noch gar nicht erklärt. Mit einem anderen Padlet verlinken. Die Funktion habe ich nämlich bei der Auslandsmesse angewandt. Weil, wenn ihr euch jetzt noch erinnern könnt, habe ich zum Anfang so dieses Startbild gehabt und dann ist mir immer zu anderen Padlets gekommen. Und das habe ich eben mit dieser Funktion einfach gemacht. Also ihr könnt jetzt da diesen Post mit dem Anschaffungspadlet verlinken und dann komme ich auf das Padlet zurück. Hm. Man kann auch, wenn ich jetzt wieder zurückfinde, genau, jetzt sind wir wieder bei der Vorstellungsrunde, das habe ich vielleicht auch noch nicht erklärt, man kann, wenn man da etwas schreibt, ja. Post für die Anschaffungen. Man kann diese Texte, also man kann die Überschrift nicht verändern, aber man kann diese Texte auch bearbeiten. Also man kann da zum Beispiel dieses Wort fett machen, kursiv machen. Man kann in dem Text auch wieder einen Link einfügen. Also man kann da auch wieder auf irgendwas verweisen und das halt ein bisschen noch bearbeiten. Mhm. Also man hat da halt die Möglichkeit, dass man dann Aufzählungszeichen oder Nummerierungen auch einfügt. Also das funktioniert auch. In den Texten kann man zum Beispiel auch auf Links verweisen. So, aber ich schaue jetzt wieder zurück. Kamera da. Jetzt haben wir ein bisschen uns ausgetobt in Padlet. Und jetzt bin ich eh schon bei den Chancen und Grenzen von dem Padlet. Also für mich zusammengefasst ist es einfach so, dass es recht einfach anzuwenden ist. Es ist vielfältig einsetzbar. Ich glaube, wenn man ein bisschen kreativ ist, dann findet man sicher einfach gute Ideen, wo man es noch verwenden kann. Vom Preis finde ich es jetzt auch nicht so teuer. Es kommt halt darauf an, wie oft man es verwendet. Aber 12 Euro im Monat oder wenn man es aufs Jahr rechnet, wenn man, ist es jetzt auch nicht so teuer, wenn man sich jetzt wirklich eine Plattform programmieren müsste oder sonstiges. Ja, oder man macht nur drei, ne? Mit drei bin ich gratis. Genau, mit drei ist man einfach auch gratis. Also das ist eben auch so die Geschichte. Also wenn man sagt, man verwendet es nicht so oft und mir ist dann zum Beispiel egal, dann kann man auch nur drei machen. Also ich denke mal, auch gerade so zu Dokumentationszwecken ist es vielleicht auch nicht so schlecht. Also wenn man, als eine Idee von mir wäre noch gewesen, so eine Rezeptsammlung
zu erstellen, wo man auch vielleicht echt ein Koch-Event gehabt hat und wo man auch die Fotos rauflädt und die Fotos halt nachher einfach auch immer griffbereit halt hat. Also einfach, dass man da halt irgendwie Dinge, die man gemacht hat, nochmal in so einem Padlet festhält und die dann einfach für spätere Zwecke dann einfach auch noch verwenden kann, weil sie nachher nicht verschwindet und man nicht 100.000 Zettel oder so braucht, sondern einfach, man kann dann einfach sagen, okay, ich würde das gerne nachkochen und dann schaut man sich ein Video an dazu oder man möchte irgendwie einen Inhalt erklären. Es ist eben für die Schule entwickelt worden, dieses Padlet, mehr oder minder, deswegen bietet es einfach auch ganz viele Möglichkeiten, die man vor allem im schulischen Kontext anwenden kann, auch im Jugendbereich, glaube ich, sonst ganz gut verwenden, wenn man kreativ ist. So wie man bei der Auslandsmesse gesehen hat, hätte ich mir auch nicht gedacht, dass man die so einfach digitalisieren können. Und jetzt haben wir so ein Erst-Info-Tool sozusagen zu Auslandsmöglichkeiten. Die Grenzen sind eben die grafische Umsetzung. Also man kann nicht alles so anordnen, wie man möchte. Das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich. Man hat nicht so viele Formatierungsmöglichkeiten. Also die Posts haben halt einfach immer die gleiche Form, die gleiche Größe. Man muss jetzt halt einfach immer ein bisschen spielen. Je nachdem, ob ihr zum Beispiel jetzt auf einem Laptop online wart, auf einem Handy oder einem großen Bildschirm, habt ihr auch unterschiedliche Ausschnitte von diesem Padlet gesehen. Also wenn man zum Beispiel einen großen Bildschirm hat, dann sieht man einfach immer einen größeren Ausschnitt. Und das ist zum Beispiel auch so mir passiert bei der Auslandsmesse, dass ich halt einfach logischerweise am Laptop gearbeitet habe und auf einem großen Bildschirm schaut es halt einfach nicht so aus wie am Laptop. Also es ist halt einfach so. Und es gibt halt in der Basisversion nur 3 Padlets, mehr gibt es nicht. Und da könnte man eben auch an seine Grenzen stoßen, sozusagen. Ja? Frage, und zwar, der Heimer schreibt, sind auch nur 3 Padlets möglich, wenn sie ineinander verschachtelt sind? Oder ist das 3 ist 3? Nein, es sind immer nur 3 möglich, weil wenn das ineinander verschachtelte Padlet ist auch dann eben ein extra Padlet, das ich schon erstellt habe. Und das ineinander verschachteln ist ja mehr oder minder einfach nur, dass ich einen Link poste zu dem Padlet und deswegen muss ich das halt schon machen. Und das ist halt dann das Blöde. Also wenn man dann wirklich, also gerade wenn man mehr Inhalte darstellen möchte, so wie bei mir bei der Auslandsmesse, war das einfach nicht möglich. Da habe ich einfach den Platz nicht gehabt. Das wäre dann so unübersichtlich geworden und deswegen habe ich mehrere Padlets machen müssen. Und deswegen bin ich Grenzen gestoßen, sozusagen. Danke. Wenn es das Padlet, hast du das Padlet jemals am Handy benutzt? Also, brauche ich da eine App oder geht das? Es gibt eine App zu Padlet. Mhm. Ich habe sie wirklich, um ehrlich zu sein, noch nie benutzt. Ist vielleicht auch so was. Also am Computer funktioniert es einfach ein bisschen besser. Es ist jetzt nicht so was, wo man sagt, okay, da tut man jetzt, also die Desktop-Version habe ich am Handy getestet. Und die ist ein bisschen umständlich. Aber vielleicht ist die Handyversion besser. Ich hatte es auf der To-Do-Liste für die Vorbereitung. Macht nichts. Ist dann doch nicht gemacht. Aber könnte ich machen. Oder aber man kann es machen. Und das, du musst es gar nicht machen, aber man kann es machen. Nein, es gibt. Also es gibt eine App dazu. Es gibt eine Padlet-App. Also für alle, die gerne am Handy arbeiten, ja, dann ist das eigentlich möglicherweise eine Variante. Gell? Ich schicke euch jetzt in den Chat einfach auch unsere einfach weg die Padlet-Geschichte, die Anna gemacht hat. Ja? Da könnt ihr euch noch einmal durchklicken und einmal schauen, wie das so ausschaut. Das hat sie ziemlich gut gemacht, ziemlich stylisch hergerichtet und auch die Informationen sind vielleicht für eure Einrichtung gar nicht so schlecht. Wenn ihr Informationen über Auslandsmöglichkeiten haben wollt für eure Jugendlichen oder auch für euch, ja, dann einfach einmal klickt euch durch, informiert euch. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Es gibt noch eine Frage, aber wir können nur am PC oder ohne App zugreifen. Was? Abelina fragt, aber Kids können nur am PC ohne App zugreifen, oder? Ja, das geht. Genau, das geht. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, ja. Ja. Am Handy ist App nötig. Nein, am Handy geht es immer ohne die App, aber da ist die Darstellung halt nicht so gut. Also da kann es halt sein, dass man dann einfach nur so wenig sieht
und dann einfach am Handy herumwischen muss. Und ich habe es jetzt nicht so einfach gefunden, einfach auch etwas zu posten oder etwas zu bearbeiten. Das ist halt einfach leichter am PC, sozusagen. Okay. Aber es eignet sich, glaube ich, also wenn man zum Beispiel irgendwelche Infothemen einfach hat, für die Information ist das super. Also ich bin mir halt nur nicht sicher, ob ihr das so in den Einrichtungen brauchen könnt, aber wenn man halt wirklich Informationen darstellen möchte, zu einem Thema auf einen Blick, ist es eigentlich echt praktisch. Ich denke mal, dass es ganz viele Möglichkeiten geben kann, wie man das trotzdem in seiner Einrichtung für Jugendliche oder mit Jugendlichen benutzen kann. Es ist 11 Uhr. Wenn ihr Fragen habt, dann ganz schnelle Fragen noch an die Anna bezüglich Padlet. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit. Und sonst könnt ihr mich auch immer gerne kontaktieren. Also genau. Also falls irgendwelche Fragen auftauchen oder so, wenn ihr mal ein Projekt starten wollt, dann könnt ihr mich gerne anrufen. Also das war jetzt ein ziemlicher Crashkurs, aber wie ich schon gesagt habe, wenn man sich ein bisschen mit dem Tool auseinandersetzt, dann checkt man es gleich mal. Ja, meine Lieben, dann, wenn keine Fragen mehr in den Chat kommen, dann würde ich euch bitten, einfach schreibt ein kurzes Feedback rein. Wie hat es euch gefallen? Braucht es noch Ideen? Braucht es noch etwas anderes? Dann rein in den Chat. Und liebe Anna, danke schön für die jetzige danke. Stunde. Und ja, also ich habe mit Padlet schon ein bisschen was getan, aber ich habe trotzdem wieder Neues dazugelernt und das ist richtig, richtig groß eigentlich, wenn du wüsst. Gell? Und ja, schau, die Leute bedanken sich für den Überblick und für die Tipps. Wenn ihr Lust habt, nächste Woche geht es weiter. Nächste Woche am Mittwoch findet die nächste Tooltime statt, auch wieder um 10 bis 11 Uhr. Und dort geht es um Canva, wie auch immer man das ausspricht. Da geht es um ein Tool, wie kann ich ganz schnell coole Grafiken machen. Und ja, vielleicht seid ihr wieder dabei. Wenn keine Fragen mehr sind, wünschen wir euch einen super schönen Schneetag. Raus jetzt mit euch. Ja, baut einen Schneemann, eine Schneefrau, was auch immer. Und wir freuen uns, wenn ihr das fotografiert. Und das nächste Mal können wir schon bearbeiten, eure Fotos damit, ja, von euren Schneemännern und Schneefrauen. Also, ich wünsche euch einen super schönen Tag. Pfiat euch und danke Anna nochmal. Gell? Ja, Baba. Baba. So.